willkommen zu dieser neuen Folge. Donnerstagmorgen, 20 nach 6. Ich habe noch die Planierraupe geladen. Akku ist gleich leer. Eigentlich hieß es nach Waldalgesheim, aber geht nicht nach Waldalgesheim, sondern nach Waldviesbach. Ah, kann ja mal vorkommen. Es ist irgendwo im Wohngebiet drin wieder. Irgendeine Wiese. Ich hoffe, ich muss gerade mal einstöpseln, ich habe Angst, dass die ausgeht. Ich hoffe, jetzt nix, alles aus. Kollege, ich hoffe, dass ich da hinkomme irgendwie.
Sorry. Alles gut, alles gut, alles gut. Danke. Sorry, habe ich zu spät gesehen. Vielleicht könnt ihr noch weiterfahren. Seitdem diese Hebebühne gefahren habe, dürfte ein gutes Jahr her sein. War ich auch gar nicht mehr hier. Jetzt rechts rein und da hinten dran irgendwo komme ich da rein, ja. Ja, das passt. Richtig bin.
Ich hoffe, dass ich richtig bin. Wir werden sehen. Ich muss noch mal kurz anrufen. So, aua. Moment. Gerade am rausstürzen. Ja, ich bin hier also richtig. Hab gerade abgehängt. Es wird jetzt gerodet und dann wird es auf das Niveau, auf dieses Straßenniveau, wird es dann aufgefüllt alles. So. Können die Jungs ein bisschen rödeln hier. So, Schlüssel. Moment. Hier sollte ich eigentlich reinfahren, aber das kann ich völlig abhaken. Doch, hier ist doch Waldweg dahin. Fahr ich hier über die Kuppe später. So, das ist doch besser wie das, was ich eben hier gemacht habe. Ja, hier die Straßenlampe. Vielleicht fahre ich auch vorwärts hier rein und stoße dann zurück.
Mal gucken. So. Jetzt fahren wir rüber nach Frankenthal zur Kat und holen da den Mobilbagger. So, ich habe den Mobilbagger abgeladen. Jetzt soll ich den Harvester ja fahren. Jetzt habe ich gerade gelesen, der hat eine Transporthöhe von 3,80 Meter. Jetzt hoffe ich nur, dass der Kran, dass der auf dem Dach liegt und dass man den quasi nach hinten strecken kann. Ja, ich darf 4 Meter fahren, wie jeder normale LKW auch. Ich habe eine Fahrhöhe Oberkante von meinem Tiefbett von etwa 55 Zentimeter, sagen wir 55, ja, plus 3,80 ist bei 4,35 Meter. Also wenn das Dach von der Kabine bei 4,35 Meter ist, ohne Sondergenehmigung nicht. Ich hab jetzt zusammengehängt, habe mal meine Fahrhöhe gemessen. Bin bei 53 cm. Ich könnte es noch 100 auf maximal 48 oder so. Ja. Dann wären es 5 cm weniger. Aber trotzdem bin ich dann bei 4,28 m oder so. Wer ist bei 4,10 m? 4,15 Meter von mir aus, würde ich sagen, komm, Augen zu und durch, gebe ich zu. Ja, aber 4,30 Meter, 4,33 Meter, 35 Meter fahre ich nicht so. Mache ich nicht. Wie gesagt, ich fahre jetzt erstmal dahin. Guck mal, aber ich glaube, ich weiß schon, wie das ausgeht. Kann auch gucken auf dem Datenblatt.
oder auf Bildern, da siehst du eigentlich nichts. Auf den Bildern ist der Kran sogar zusammengebaut. Also nicht, er ist gar nicht übers Dach, sondern der liegt schon hinten dran. Jetzt etwas unscharf, sonst würde ich den mal zeigen. Also dann kann man das erkennen. Ich hoffe, man kann es sehen. So ein Teil ist das. Ja. Und der Kran, da ist er. Und der Kran ist schon, liegt nicht über die Kabine drüber. Das kann nicht gut gehen. Wir klären jetzt noch hier der Akku schnell und dann fahren wir mal gucken. Meine Kabine. So, jetzt einmal probiert. Der ist mit dem Harvester vorwärts drauf gefahren. Ich bin weit über 4,30 Meter hoch. Jetzt will er es noch mal andersherum versuchen, weil der Arm vom Kran. Hecke. Sorry, der Arm vom Kran ist der höchste Punkt. Kabinendach bin ich bei 4,12 Meter oder so. Das ist noch im Rahmen. Ja, aber den Kran, wenn wir den Kran nicht weiter runterbringen, habe ich gerade wieder abgehängt. Jetzt fährt er nochmal runter, dreht und versucht das Ganze nochmal andersherum. Rückwärts drauf. So nicht, kann er sich auf den Kopf stellen. Ist nicht böse gemeint, das ist mein Führerschein, das sind meine Punkte
gibt's nicht. Geht nicht. Wie gesagt, wir haben das, den Harvester vorwärts drauf, haben den rückwärts drauf. Das Auto hinter mir steht hier. Passt nicht. Immer noch hier. Jetzt haben wir mittlerweile 3:15. Wird das Ding brummen. Oh, 3:15. Luft von der Reife lassen klappt nicht. Ich bin immer noch 4,28 Meter oder so hoch. Kommt das Werkstattfahrzeug und dann wollen unsere Reifen demontieren. Ich sage, das bringt auch nichts. Das Teil hat so eine Pendelachse. Ja. Wenn du die Reifen da, wo der Kran am höchsten ist, demontierst, ja, die Achse, die Pendelachse, da wo kein Reifen mehr dran ist, das fällt dann wahrscheinlich runter oder legt sich dann aufs Tiefbett. Aber das Rad hinten dran, pro Pendelachse zwei Räder, beziehungsweise rechts und links zwei, also vier. Ja, und wenn du die vorderen beiden wegnimmst, dann pendelt die Achse. Ich weiß nicht, pendelt die dann auf den Boden oder stellt die sich hoch? Aber es ist wurscht, wie das Rad hinten bleibt. Bleibt auf derselben Höhe. Also sind wir immer noch bei 4,30 Meter. Bin ich den ganzen Mittag, stehe ich hier und ich esse jetzt mal gute. Laden. Zeige ich euch später, wir haben die Reifen auf der dritten Achse demontiert. Gute 20 cm runter. Also ich bin in meiner Halle. So haben wir das Ganze jetzt gelöst. Der Knick von dem Kran da oben, ja, der steht hier am Anschlag, der geht nicht mehr tiefer. Da waren wir bei 4,30 Meter etwa, wo ist er dann? Hier. Jetzt haben wir die Reifen von der dritten Achse weggemacht. Wie gesagt, jetzt bin ich bei 4,12 Meter etwa, immer noch zu hoch, aber 4,12 Meter. Kann ich noch vertreten. 4,12 Meter besser als 4,30 Meter. Das Ding ist drauf, alles fest. Fahre ich morgen früh jetzt um 4 los. Fahre damit nach Bad Bergzabern. Ja. Ich muss jetzt noch mal genau messen, welche Fahrhöhe
Ich habe vorhin stand ich blöd, aber ich so, also maximal 4,12 Meter, 4,13 Meter vielleicht, keine Ahnung. Aber mehr ist es nicht. Tag für nix. Ne? Mach jetzt Feierabend. Bis morgen früh. Tschüss.